Wir sind ja so und so in einer relativ schwierigen und in einer relativ guten Situation, wenn es jetzt wie von Antje gesagt wurde, Corona und dergleichen. Wir haben sozusagen die Gärten, in die wir uns zurückziehen können und in denen wir uns auf der einen Seite aufhalten können. Auf der anderen Seite, wie im vorausgegangenen Referat, wir haben die Möglichkeit, unsere eigene Nahrungsbildung, sprich einen Teil der Selbstversorgung durchzuführen, wo wir auch sehr stark mit der Stiftung Naturschutz und auch mit der Senatsverwaltung an der essbaren Stadt arbeiten. Planung ist auch in unseren Wegen, an unseren Freiflächen für alle zugänglich, Obstbäume oder auch Gemüse zu pflanzen, weil uns das auch ein wichtiger Aspekt in der Versorgung unserer Mitmenschen, nicht nur unserer eigenen Pächter ist. Ich habe sehr große Bedenken, wenn ich sehe, die Senatsverwaltung hatte als erste deutsche Stadt den Klimanotstand ausgerufen und trotzdem schaffen wir es immer noch, Grün in dieser Stadt zu vernichten. Grün auch der Kleingärtner, die ja auch Rückzugs- und Lebensraum von Flora und Fauna sind. Und das ist sehr bedauerlich und da müsste eigentlich endlich das Denken auch in der Verwaltung ankommen, die sicherlich unter dem Druck liegt, wir haben nur diese Stadtfläche zur Verfügung. Aber auf der anderen Seite muss endlich akzeptiert werden, dass Natur und Boden kein monetärer Aspekt sind, sondern es ist ein ideeller Wert und der hat eine hohe Wichtigkeit. Und das muss endlich in die Köpfe kommen. Was mir persönlich auch noch wichtig ist, da bin ich absolut bei Tillmann, wir versuchen jetzt seit einigen Jahren über verschiedenste Umwelt- und Naturschutzverbände immer mehr zusammenzuwachsen, auch in den eigenen persönlichen Befindlichkeiten. Man muss Dinge zurückstellen, auch ideologisch zurückstellen. Man kann nicht nur Forderungen oder sagen, wir müssen damit aufhören, sondern wir müssen auch Beiträge leisten. Wir müssen die Verantwortung übernehmen. Wir sind dafür verantwortlich, was in dieser Stadt passiert. Wir sind verantwortlich, was auf dieser Welt passiert. Und da passiert mir, muss ich ganz ehrlich sagen, auch in meinem eigenen Verband noch viel zu wenig. Und daher hoffe ich, dass wir über diese Zusammenarbeit auch es schaffen werden, vielleicht im Bereich Bildung, dass es sogar ein Unterrichtsfach Naturschutz, Umweltschutz, Umweltbeteiligung wird. Und wir müssen endlich unseren Lifestyle, unseren hohen Lifestyle auch verändern, denn wir sind auch Treiber von Flüchtlingsentwicklungen oder dergleichen. Ich sehe aber auch, es wurde ja auch schon von Tillmann angeschnitten. Für mich ist auch diese Wegwerfmentalität, diese Einwegnutzung ein Gräuel, wenn ich sehe, Waschmittel wird in einem Plastikgefäß verkauft. Das kann doch genauso als nachhaltiges Produkt zum Nachfüllen. Da müssen wir unsere Unternehmen dazu kriegen, dass sie das als Abfüllstation haben wir ja teilweise. Aber das muss dann auch in den anderen günstigen Bereichen, also Discounter oder dergleichen Systemen. Wir müssen einen höheren Level kriegen. Und ich bin der Meinung, wir müssen da auch viel radikaler vorgehen.